In den kulturhistorischen bedeutsamen Bahnhof von Großpostwitz ist wieder Leben eingezogen. Das aus dem Jahr 1877 stammende Gebäude wurde in den letzten 3 Jahren zum kommunalen Verwaltungszentrum ausgebaut. Nicht nur die Verwaltung von Großpostwitz, sondern auch die des benachbarten Obergurig hat jetzt hier ihren Sitz. Nach dem Betriebsende der Bahnstrecke zwischen Bautzen und Wilten 2007 hatte der Bahnhof keine Funktion mehr. Doch damit wollten sich die Großpostwitzer nicht abfinden. Bürgermeister Markus Michauk blickt zurück. Für die Großpostwitzer hat er eine sehr entscheidende Rolle für ihr Selbstverständnis immer schon gehabt. Und es zeigte sich, dass er erhalten werden sollte. Leider fand sich niemand als privater Investor. Die Gemeinde Großpostwitz suchte allerdings eine Verwaltung, wo alle Mitarbeiter hineinpassten. Und so entstand die Idee, dieses gemeinsam umzusetzen. Doch die Umsetzung erwies sich als aufwendiger als anfangs gedacht. Gibt es doch kaum ein Vorbild für den Umbau eines Bahnhofes zum Rathaus. Schließlich mussten auch Denkmalschutz und Barrierefreiheit beachtet werden. 4,3 Millionen Euro kostete der Umbau, 2,5 gab der Freistaat Sachsen dazu. Für Markus Michauk war auch etwas anderes noch wichtig. Also die Struktur des Bahnhofes ist eigentlich noch genauso wiederhergestellt worden, wie sie war. Ob das der Bahnsteig, die Bahnsteigüberdachung ist, ob das die Sandsteinumfassungen der Fenster sind. Im Innenbereich haben wir auf Details geachtet, wie die Fahrkartenausgabe, wie die Gepäckausgabe, wie die Schwenktür im Eingangsbereich oder auch die Ecken im Treppenhaus, die wieder in gedrechseltem Holz hergestellt wurden. Wir haben da viele Details mit wieder eingebracht, die, denke ich, auch jedem, der früher in dem Haus mal war, sofort auffallen werden. Am kommenden Mittwoch wird das Großpostwitzer Bahnhof Rathaus im Beisein von Staatssekretär Frank Pfeil vom Ministerium für Regionalentwicklung offiziell eingeweiht. Und auch für das jetzt leerstehende bisherige Rathaus gibt es schon neue Pläne. Wir wollen dieses gern im Zentrum unseres Ortes weiterentwickeln, wollen es ausbauen und nutzbar machen für Arztpraxen. Ob uns dies gelingt, ist noch etwas offen. Wir setzen alle Kraft daran, denn der Gemeinderat hat dieses als priorisiertes Vorhaben für die nächsten Jahre in den Fokus gestellt. So soll die Lebensqualität in Großpostwitz noch weiter verbessert werden.